Ich würde sagen, wir können jetzt aber erstmal mit Cult of the Lamb starten. Tag 97. Also die 100 knacken wir auf jeden Fall noch. Und ganz so viel kommt ja auch nicht mehr. Einmal nur noch ein Gebiet. So, schauen wir mal schnell mal einmal kurz durch. Ich muss Plimbo noch ein Auge des Zeugen bringen. Heißt, wir müssen noch einmal nochmal in das andere Gebiet nochmal rein. Wie? Oh, cool. Die haben gerade noch was fertig gebaut. Habe ich die schon geupgradet? Nee, habe ich noch nicht. Dann einmal kurz weiterbauen. Dann muss ich jetzt einmal kurz... Wie geht's um meine Bestände? Ich habe mehr als genug Holz und Stein. Ich glaube, die müssen da nicht mehr viel machen. Gold ist auch erstmal okay. Ich glaube, Essen ist, wenn dann, eher immer das Problem. Dann müssen wir mal gucken, dass wir auf jeden Fall genug zusammenkriegen an Essen. Dass unsere Leute nicht verhungern. Zur Not einfach mal ein bisschen hungern. Dann fragen die gar nicht erst nach Essen. Das sollte eigentlich auch so gut funktionieren. Oh, wir haben wieder ganz viel Kacke. Nice. Ja, einfach alle auf Diät setzen. Ist schon okay. Hä? Was macht der Vogel da? Achso, meine Vogelscheuche funktioniert nicht. Nigo, was willst du? Anführer, könntest du etwas Spinnenseide aus dem Spinnenseidenwiege-Dungeon für mich holen? Ja, da wollte ich sowieso bald hin. So. Oh, da ist noch ganz viel. Oder nicht ganz viel, aber so ein bisschen Kacke. Okay, Svenja. Erstmal auf mein frisch gewaschenes Klo drauf. Svenja weiß, wo sie hin will. Hier noch ein bisschen Kaggi. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal schon mal angesprochen habe hier. Ich weiß, meine Ordnung auf diesem Hof hier ist nicht gerade die schönste. Was aber daran liegt, dass ich nicht die Zeit habe, mich einfach mal drum kümmern, alles hier schön symmetrisch und alles aufzubauen. Weil die Zeit immer weiterläuft. Könnte man irgendwie die Zeit anhalten, um einfach mal alles hin und her zu schieben? Oh, cool. Kann man ein paar wieder zu Kacke verarbeiten. Um alles mal ein bisschen hin und her zu schieben, ohne dass die ganze Zeit vergeht, würde ich das direkt machen. Weil das eigentlich echt schön wäre, wenn die auch alle schön passend zueinander wären, die Sachen. Also mich stört es auch ein bisschen, dass es... Ein bisschen was ist da, ein bisschen was ist da, ein bisschen was ist da. Einfach einen Zeitstopper kaufen. So. Dann erstmal zurück zum Wasser, um den einen Zeugen zu bekämpfen. Holen wir uns den jetzt erstmal. Hoffentlich. Außer der macht uns fertig. So, was kriege ich denn? Ich kann Herz kriegen, doppelte Lebensenergie beim Heilen, noch mehr Herzen und ich bin kurz und verwundbar, wenn ich in den Raum reinkomme. Ich habe auf jeden Fall eine gute Waffe und eine gute Zweitwaffe. Ach, das ist der, der... Ja, Dingens spielen wollte. Da war es gut, dass ich kurz und verwundbar war, als ich reingekommen bin, weil ich sonst voll in ihm reingelaufen wäre. So, weg. Was habe ich überhaupt für eine Waffe gerade genommen? Das habe ich nicht aufgepasst. Ah, eine Nekromanten-Axt. Das ist gut. Oh, gehen sie weg. Blumenkohlsamen. Sehr schön. Kann ich? Ein rotes Herz wurde geopfert. Was kriege ich dafür? Herzen im Gegenzug. Ich glaube, ich habe echt ein paar mehr Herzen bekommen, ne? Cool. Oh, Gracie hat ein hohes Alter erreicht. Oh no, Gracie. Du. Spürst du Gegner? Oder heilst du die? Ich habe keine Ahnung.
Und weiter runter. Nope. Spuckst Stuff. Das ist nicht so geil. Nope. Cool. Ich habe random Fisch bekommen, der da einfach rumlag. So, wie sieht's aus? Oh, da muss ich noch was holen. Gehen wir eben noch schnell jemanden retten. Aber wir sind... Ich glaube, durch mit den Zahlen bis 9, ne? Das heißt, der nächste müsste Jugo sein. Für 10. Ah, ja. So. Weg. Was? Ich bin dumm. Der hat mich richtig hart gebaitet. Der hat so getan, als würde er nach unten fliegen, aber eigentlich flog er zur Seite und hat mich dazu gebracht, da reinzufliegen in seinen Angriff. Aua. Aua. Aber so ein Multiplayer wäre schon geil in diesem Spiel. So, mitkommen. So, was ist da jetzt? Irgendeine Sidequest? Kalamas Ohr. Ach ja, stimmt. Da hat er uns ja gesagt, dass wir das ja noch suchen sollen. Ah. Was macht das überhaupt? Gar nicht drauf geachtet jetzt. Beschwöre einen untoten Anhänger, um dir auf deinem Kreuzzug zu helfen. Aber das geht ja dann mehrmals. Weil da stand nicht, dass es zerbrechlich ist. Gib mir das Gold. Okay, und dann auf zum Zeugen. Ich beschwöre den einfach mal jetzt. Der sieht ja witzig aus. Ja, der ist jetzt auch wirklich die ganze Zeit da. Der sieht ja knuffig aus. Und wenn das jetzt lang genug auflädt, kann ich ja vielleicht noch einen zweiten beschwören. Aua. Oh, wait, eine Lebensleiste. Das heißt, der kann mir auch kaputt gehen. Das wäre nicht so cool. Hilfe! Das ist Chaos hier. Ich bin mit meinen Waffen eigentlich... Die nehme ich mal mit. Potenzielle Heilung ist immer geil. Ist egal. Ah, unten ist der Boss. Okay. So, der Zeuge Astaroth, der Zweite. So, schwimmen wir noch einen zweiten. Jetzt habe ich zwei kleine Q... Was? Oh, das geht ja gar nicht geradeaus. No! Tu mir den nicht weh! Ah, die Dinger bewegen sich im Kreis. Deswegen hat mich der eine gerade getroffen. Die noch da? Oder sind die schon tot? Ich glaube, die sind schon tot. So, einer von denen schon mal weg. So, sind schon mal die weg, die auf mich schießen. Oh, nice. Aua. Ugh.
Wenigstens habe ich ihm ordentlich Schaden gedrückt. Hilfe. Ich liebe diese Axt, dass die hat. Diesen Boomerang-Effekt hat. Nope. Schade. So. Ah, okay. Ich stehe auch kurz einen Moment rum und kann mich nicht bewegen in der Zeit dann. No! Oh, cool. Der lenkt ihn ab. Oh Gott. Oh no. Ich erinnere mich an die beiden. Wieso sind da so viele Gegner auf dem Feld? What happened? Hilfe? Moment, einmal kurz ein paar wegnehmen. So. Einmal kurz Pause. Ich muss meinen Cutie beschwören. Au. Oh nice! Der Cutie hat's gekillt! Meine Güte. Gib mir den Blumenkohl. Und das Ei. Ist das jetzt sein Name? Cutie? Ja. Okay, Cutie, bis zum nächsten Mal. Meine Güte. Der hat mich aber auch wieder voll gespammt mit 1 Million Gegnern. Aya hat ihn Agro Cutie genannt, also ist er jetzt der Cutie gewesen. Dann nochmal ein bisschen was mit wieder. Was? Wer will was? Achso, Kalamar. Ja, stimmt, weil ich sein Ohr geholt habe. Ein schönes Ohr, da musst du mir zustimmen. Ja, wenn du meinst. So, hallo, Jugo. Du bist zynisch und skeptisch. Ja, das ist schön für dich. Geh irgendwas machen. So. Habe ich überhaupt noch Kack, um da rein zu tun? Nee, ne? So. Der Hunger wächst. Das ist ein Level-Up, oder? Mir gerade aufgefallen. Wir können ja eben einmal das Ritual machen für Essen. Und die Predigt einmal fürs Geld. Wäre denn das fürs Hungern? Direkt daneben. Die müssen dann immerhin ein paar Tage lang nichts essen. Aber wir nehmen erstmal Festessen. Schon okay. Jemand hat da unten noch einen Leveler, habe ich gerade gesehen. So. Geld mitnehmen und weiter. Ja, gut. Jetzt wollt ihr alle schlafen gehen, dann kann ich euch jetzt auch nicht mehr helfen. So, Chris. Gib mal was dafür her. Nur so eine Tafel wenigstens mal wieder. Nein.
Wir kriegen einfach keine von diesen Tafeln mehr. Na gut. Zu Plimbo gehen wir gleich. Gehen wir erstmal jetzt mal eine Runde hier in den Seiden. Seiden-Dungeon? Irgendwas mit Seide im Namen. Gucken mal, wie schlimm der wird. So, weniger Eifer, schwarzer Ikor, wenn ich die töte, Fluchschaden erhöht sich und ich könnte blaue Herzen kriegen. Göttliches Schwert, oh. Das klingt nice. Und die Hunde des Schicksals. Das ist nämlich jetzt eine schnelle und starke Waffe gleichzeitig. Man kann ja prinzipiell auch die Dungeons einfach so lange resetten, bis man mal so eine gute göttliche Waffe kriegt, oder? Wenn ich das sage, ich gehe jetzt da immer wieder rein und wieder raus und wieder rein und wieder raus. Ah, das habe ich. Okay. Dürfte doch sicher auch funktionieren. Hi. Wo bin ich eigentlich? Ach, da. Tut mir das eigentlich weh, was die da haben? Ah, da ist noch einer. Oh no. RIP. Jetzt haben wir wahrscheinlich erst mal wieder getötet. Ein Band, durch das vergossene, durch vergossenes Blut geschmiedet wurde. Ich weiß, dass du mich hörst, Gott des Todes. Schändliches Lamm bringt zu Ende, was du begonnen hast. Ich bin sehr froh, dass ich gerade diese Waffe habe, weil die schön schnell ist und gut Schaden macht. Ne? Hilfe! Ich sehe nur leuchtende Kugeln die ganze Zeit. Oh cool, wir haben es geschafft. Wir haben irgendwie überlebt. I take it. Was? Oh, ist hier an der Seite, habe ich getroffen. So. Oh nice, blaues Herz noch. Aber irgendwie kriege ich gerade die ganze Zeit noch keine Spinnenseide. Was gibt's hier? Noch ein Relikt. Ja, nehmen wir mal mit. Wir könnten da lang gehen zum Fragezeichen. Ja, ich kämpfen müssen wir so oder so. Dann gehen wir hier mal hin. Na cool, ich kann mir aussuchen. Dann nehme ich das mal mit. Und wir können gleich uns noch ein bisschen Kacke holen. Das ist auch gut. Erstmal hier die Kacke ernten. Kann man immer gebrauchen. Und dann einmal dahin zu dem normalen Feld zum Kämpfen. So. Nope. So. Nein. Ah. Mal schön die Angriffe von dem abwarten.
Also ich werde die Aussage wahrscheinlich bereuen, aber bisher geht dieses Gebiet noch. Da fand ich Gebiet 2 und Gebiet 3 wesentlich schlimmer. Aber ich habe es jetzt eh gejinxt mit der Aussage. So, kommt da noch was runter? Ah, da ist mal unsere Seide. Und schon mal 3, 4 Stück. Perfekt. Was? Oh cool, ich habe ihm das den Pfeil zurückgeschlagen. Nein. Ich möchte keinen Hammer. Oh, das andere wäre eine Axt gewesen. Aber die ist nur minimal stärker, aber dafür nur halb so schnell. Ich glaube, die göttliche Waffe behalte ich lieber. Oh, nice. Einfach so free Heilung. Nehme ich. Die Musik geht hier auch richtig ab. Macht mir das? Okay. Selbst wenn der Gegner, der Raum vorbei ist, machen die mir potenziell auch immer noch Schaden. Oh, nice. Schon mal 9 Stück. Haben sie hier. Meine Güte, ist das Ding schnell. Was? Komm, das eine Seidenstück werde ich ja sicher auch noch irgendwo kriegen. Oh, nice. So, und dann auf zur ersten Runde. Aua. Weg. So, komm her. Oh nice, da ist auch unsere Spinnenseite. Das heißt, wir können Nigo seine Quest jetzt auch erfüllen. So, Hilfe. Schießende Gegner sind echt blöd. Die Sache ist, ich bin ja eher so ein Typ, ich kämpfe gerne im Nahkampf. Und da sind Gegner, die auf Fernkampf gehen, natürlich nicht so ganz meine liebsten Freunde. Oh, nice. Schön viel Geld. So, erstmal schön die ganzen Eier zerstören. Hilfe! Ha, sein eigener Kumpel weggebombt. Leider witzig. Was haben wir hier? Der Flammenschuss. Und ich bin mit meinen Sachen echt zufrieden. Ich behalte die. So, auf zum Boss. Eine eklige Spinne namens Focalore. Ach, der Tentakel bleibt da einfach und greift da die ganze Zeit an. Das ist natürlich auch nice. Nice. Easy. Ein paar mehr Samen gerne. So. Tentakelboy hat geregelt. Also die Runde war super angenehm. So können gern alle Runden laufen, die wir hier kriegen. So, Tag 100. Gerade frisch angebrochen. So, schnell mal hier alles wieder snacken.
Wait, habe ich alles mitgenommen? Doch, habe ich. So, ein bisschen Gold. Ein bisschen davon. Können wir ein bisschen Kacke reinstecken. Können auch wieder ein paar neue Samen reintun. So. Wo ist denn Nigo? Ist jetzt die Frage. Da. Bitteschön. Wobei, nee. Ah, verdammt. Ich hätte es anders machen sollen. Ich hätte nämlich erst gleich den Hungerstreik einmal machen sollen. Beziehungsweise die dicke Diät. Und dann ihnen die Quest erfüllen, damit meine Glaube direkt wieder steigt. Naja. So, noch ein Level-Up von Leo snacken. Nein. Nein, ich will mit dir reden. Geh weg, Lashy. Nein. Und nur meinen ganzen Glauben eben snacken, damit ich eben das Level-Up da oben kriege. Ah, nice. So, was kriege ich da jetzt nochmal dafür? Ah ja, stimmt, so eine Träne. Das war das. So, ich denke mal, bei einem Tag können wir noch. Das heißt, wir können einmal nochmal gehen. Und danach erst wiederkommen und gucken, was da jetzt ist. So, Plimbo, ich habe ein Auge für dich. Hier, nimm es. Und vielen Dank. Oh, yay. Noch so ein Ding voll. So. Okay, Chris. Gib uns mal was Gutes. Ich habe zwei Gottestränen. Eine davon wird ja wohl mal für eine neue Predigttafel sein. Nein. Ein Talismanstück.